Hallo zusammen, ich bin der David, ich bin Detailhandelsfachmann bei der Swisscom. Hallo zusammen, ich bin der Markus Leus, ICT-Techniker bei Cablex. Wir werden euch heute mitnehmen zum Alltag von einem Field-Service-Techniker. Wir haben heute ein volles Programm, okay. Wir haben zwei Kunden und mehrere Schaltaufträge. Das wird heute eine spannende Geschichte. Swisscom bietet uns die Chance, unsere Lehre selbstständig zu gestalten, bis zu einem gewissen Mass. Das heisst, wir bewerben uns auf Projekte, bewerben, wie zum Beispiel den Field Service bei der Cablex oder eine andere Abteilung bei der Swisscom. Mit einem Cablex-Techniker unterwegs ist sehr spannend, den Kundenkontakt zu erleben vor Ort und je nachdem mit den Geräten dort vor Ort zu arbeiten, sei es der Router, Switches oder die Anschlusspunkte von der Glasfaseranschlüsse oder vom Kopf. Mir gefällt es sehr, mit dem Techniker den Kundenkontakt vor Ort zu erleben. Das ist wieder eine ganz andere Ebene, die ich sonst nie gekannt habe, vergleich zum Shop. Und auch dort kann ich sehr viel mitnehmen. Und jeder Techniker hat ein bisschen die Finesse, wie man mit dem Kunden so redet, oder, um die Sachen zu erklären. Ich habe jetzt dem Kunden gesagt, dass ich in die Zentrale gehe. Der David ist vor Ort, beim Kunden. Dort haben wir das Rotlicht eingesteckt. Und ich gehe jetzt überprüfen in der Zentrale, ob es ankommt. Ich stecke jetzt mal ein, in der Schublade. Weil das ist die Verbindung Zentrale zum Kunden. Stecke ein. Und siehe da, das Rotlicht kommt an. Vielleicht sieht man es, vielleicht sieht man es auch nicht. Jetzt gebe ich noch schnell Bericht am David, weil er ist aber ein Kunde. Ciao David, los! Ja, bei mir ist alles gut. Der grösste Benefit, den ich gesehen habe, ist gegenseitiges Unterstützen während dem Störungsgang. Zum Beispiel bei den Glasfasern, das Rotlicht zum Beispiel oder bei langen Kupferleitungen, vor allem wenn es Freileitungen sind. Dank dem Projekt hier bei Field Service bei der Cablex konnte ich jetzt Mehrwert gewinnen. Im Sinne, wenn ich dann im Shop einen Kunden habe, der Probleme hat, wo die Sachen betreffen, die ich jetzt so erlebt habe, habe ich dann die Möglichkeit, das ihm zu erklären. Weil ich dann das Wissen da aufsammeln und mitnehmen. Und das schätze ich sehr. Da. So, der Tag mit dem Markus ist zum Ende gekommen. Sehr lehrreich gewesen. Und ich freue mich auf den ersten Einsatz mit dem Techniker.